hatte einen Knüller, einen Knaller ja angekündigt. Wann kommt denn was? Und was könnte denn da kommen? Möglicherweise da noch ein Knaller komme. Wenn dann eben nicht noch ein Knaller kommt. Der ganz große Knaller. Von den Knallern. Ja, wo sind denn die im Voraus angekündigten Knaller? Wir warten mehr oder weniger auf diesen Knaller. Und ob das ein Knaller wird, wir spielen heute einen weiteren Klassiker der Spielegeschichte, Turrican 2. Deshalb sind wir jetzt ja auch ein bisschen breiter. Ein Spiel aus dem Jahre 91 und auch wieder von Manfred Trenz, ich glaube ganz alleine gemacht, für den C64 und auch unter anderem für Atari und noch andere Konsolen umgesetzt. Das nächste Spiel heißt es, das Spiel ist vor dem nächsten Spiel oder so ähnlich. Und ja, Leute. Macht's gut zu. Ich muss euch mal was sagen. Ich spiele Turrican. Wir haben für das Video hier die Amiga-Version vom Vorspann jetzt gleich genommen, weil die sieht einfach ein bisschen schöner aus, finde ich. Das Bildmaterial ist eben nicht so gut und teilweise weiß man eben nicht, ob da jetzt ein kleiner Mensch steht oder ein Rollkoffer. Es geht so nicht. Und ich habe auch noch ein gewöhnliches Walkthrough von Turrican 2, wo alles ganz unverändert ist, auch ohne Hintergrundmusik. Weil ich habe nämlich jetzt für das Commentary hier gleich nämlich auch die Hintergrundmusik aus der Amiga-Version mit reingemixt. So viel Zustimmung und Aufnahme war selten. Damit das einfach ein bisschen, ja, ein bisschen angenehmer und frischer daherkommt. Das ist Ihre Interpretation. Bevor das Spiel losgeht, schauen wir uns erstmal den Vorspann an. Und Leute, ich habe das alles ein bisschen gekürzt auch, damit es nicht zu langweilig ist. Und ich lese einfach mal aus dem Wikipedia, aus dem deutschsprachigen vor, damit ihr einfach kurz Bescheid wisst. Wir sind im Weltall unterwegs. Ganz, ganz verrückte Sache. Das Weltall ist ein drolliger Ort, sag ich immer. Das ist Ihre Interpretation. Kannst du meinen hässlichen Körper aus dem Bildschirm nehmen, du Vogel? Und zwar sind wir in der Avalon 1. Das ist ein krasses Riesenraumschiff. Und wir sind in der Nähe vom Aldebaran 42. Das ist einer unserer Nachbargalaxien. Wir sind ja in der Milchstraße zu Hause, wie ihr Bescheid wisst. Was? Ach du Schande. Wir sind dann auf einem der Arme der Milchstraße. Ja, und wir sollen einfach mal gucken und dort in dem Gebiet fremde Welten erforschen. Wir sollen da einfach mal gucken, ist da vielleicht irgendwo eine schöne Leben-Alternative. Ne? Ihr wisst ja, Leben ist zwar ganz nett, aber geht einem auch furchtbar auf den Sack, wenn es regnet. Und daher wäre eine Leben-Alternative eigentlich sehr, sehr geil. Dann erklären die mir, sie hätten kein Geld dafür. Es hieß eigentlich in der Zeitung, dass da wohl auch andere Kollegen schon unterwegs waren, aber die sind da leider nicht mehr wiedergekommen. Aber es ist egal. Wir wollen ja irgendwie die Story vorantreiben. Wir fliegen da trotzdem rum, obwohl da überall gesagt wird, das nicht und so. Ist aber egal, weil glaubt besser nicht, was an der Zeitung steht. Also man hinterfragt nicht die Physik, man hinterfragt auch nicht NATO-Kriege, Rammstein. Man hat politisch überhaupt keine Meinung, sondern man gibt das einfach so ins System. Da ist man einfach ein guter Journalist. Na, in der Bild-Zeitung sollte man ja auch nicht glauben. Worüber wird eigentlich gerade in der Politik geredet? Ja, Transatlantic Treaty auf... Nee. Wir sind das Volk! Menschen sterben. Teletubbies, kann ich holen. Sollte uns alle nachdenklich machen, denn wir alle, die Bürger der Republik, werden, ohne es zu wollen, über Rammstein zu Mittätern gemacht. Ich verstehe. Okay, ja, ich lese einfach mal vor, Freunde, damit ihr ein bisschen besser Bescheid wisst. Darauf muss ich erstmal vertrauen. Ich habe jedenfalls keinen Anlass, dem nicht zu vertrauen. Im Jahr 3025 befindet sich das Flaggschiff der United Planet Freedom Force. Upf, war ich das etwa? Avalon 1 am Rande des unbekannten Universums in der Galaxie Aldebaran 42. Das Schiff hat den Auftrag, in unbekannte Regionen vorzustoßen, obwohl Gerüchte besagen, dass bereits andere Schiffe mit derselben Mission ausgesandt wurden
und man dann nie wieder etwas von ihnen hörte. Oh Gott. Die Besatzung ist jedoch zuversichtlich, denn das Schiff ist mit neuester Technologie ausgestattet und seine Mannschaft setzt sich jedoch aus dem Besten zusammen, was die Menschheit zu bieten hat. Ja, und dann sind das auch Leute, die genauso wie bei diese Alien Prequel, ne? Da haben die ja auch irgendwie nur an, sollen wir nach Hause fliegen oder so, die Fresse kloppen, oder da sind noch zwei Astronauten, die beschließen erstmal miteinander zu schlafen. Und dann stirbt natürlich zwischendurch einer, total bescheuert. Ach Gott! Also, kurz darauf, bevor die Avalon 1 jedoch die Reise antreten kann, wird sie von einem plötzlich aus dem Nichts auftauchenden unbekannten Schlachtschiff kampfunfähig gemacht, ist ja klar, und von Mutanten geentert. Menschen sterben? Oh. Die Besatzung kämpft erbittert, jedoch kann sie dem nicht enden wollenden Ansturm der Horden nicht standhalten. Nur ein einziges Besatzungsmitglied überlebt den Angriff, Bran Maguire. Der Mann wie kein anderer, sag ich. Nachdem die Aggressoren und die Anführer The Machine sich wieder zurückgezogen haben, begibt sich Bran Maguire in den Ausrüstungsraum, in dem sich die Turrican-Kampfanzüge befinden, Namensgeber des Spiels. Ne? Diese sind mit der allerfortschrittlichsten Technologie ausgestattet, die der Menschheit zur Verfügung steht. Bran Maguire steigt in einen dieser Anzüge und zieht in den Kampf, um Rache an die Maschinen zu nehmen und Frieden und Freiheit in der Galaxie wiederherzustellen. Und ich hoffe, dass euch der Einstieg schon mal gefallen hat. Da kommt von Beginn an was Behindertes raus. Ohne Krawatte, das Hemd hängt aus der Hose. Mit Hand in der Tasche und Hemd über der Hose. Hand in der Tasche. Heraushängendes Hemd. Das Hemd über der Hose, die Hand in der Tasche. Ist zweifellos ein Charismatiker, dem man rein optisch auch die Hauptrolle in Die Hard Teil 6 zutrauen würde. Eine interessante Figur. Ich hoffe, dass es einen Aufstand der Vernunft in der Großen Koalition geben wird und sie dieses Projekt da versenken, wo es hinhört, auf den Müllhaufen. Gut, fangen wir mal mit dem ersten Level an. Viel Spaß. Ich bin bereit, sagt der Hund. 1, 2. Okay, meine Güte, das kultig, Leute, ist das kultig! Meine Güte, Leute, dieses Spiel habe ich früher in meiner Kindheit jeden Tag gespielt, eine gewisse Zeit lang. Und ja, mit Hüpfen und Springen wir hier erstmal so fröhlich ein bisschen daher, entdecken erstmal ein bisschen was. Ja, ihr seht schon, schon alles ziemlich weitläufig und so, ne? Man hat eine ganze Menge zu entdecken. Also Karte angeschaut und da habe ich dann auch tatsächlich Orte gesehen, die ich auch damals noch nie gesehen habe. Ja, also ich hab das gar nicht irgendwie für möglich gehalten. Krass, selbst heute noch, 10, 15, 20 Jahre nachdem ich das gespielt habe hier, immer noch irgendwas Neues zu entdecken. Das ist krass. Also es ist schon tatsächlich ein Ausnahmespiel. Hier gehe ich jetzt schon mal einen ersten auf fucking Shit. Ja, das erste Extra-Leben. Ist ein kleiner Umweg. Hoch und runter und immer wieder grüne Türen. Aber es lohnt sich. Ihr habt schon gerade gesehen, es ist schon teilweise relativ schwierig, das Spiel. Vor allem, wenn man das erste Mal spielt, dann wird man auf jeden Fall sterben. Ja.
nicht, Entschuldigung. Ja, wir können es auch beenden. Ich meine, niemand ist gezwungen, niemand ist gezwungen. Aber es ist auch die Herausforderung und ist auch, glaube ich, ein bisschen typisch, ne, bei älteren Spielen in den 80er, 90er Jahren, dass sie ja einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad hatten. Ne? Wir können es auch beenden. Also, guckt euch mal das erste Mario Bros. An, wo er da halt noch mit diesem fetten Riesenaffen unterwegs ist. Ist ja auch eigentlich verdammt schwer. So, jetzt sind wir hier auch nochmal in einer optionalen Gegend. Die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Also sieht jetzt hier zwar ganz normal aus, aber spiele hier mit dem hier. Aber man merkt trotzdem während des Spiels, dass es doch ein relativ altes Spiel ist. Läuft einfach nicht mehr so ganz flüssig. Wir runden jetzt das zweite Leben und geht auch schon ruckzuck weiter. Der Pfeil lässt sich auch komischerweise zerschießen. Und hier kann man schon, wie ihr gerade auch sehen könnt, mit Hilfe so einer Kreiselmine, die kann man im Gegensatz zum ersten Teil hier so oft einsetzen, wie man will. Und damit kann man eigentlich im Spiel relativ actionmäßig gut vorankommen. Man muss natürlich ein Level in- und auswendig natürlich kennen irgendwie. Und ihr seht schon, macht schon echt Spaß irgendwie. Ich verstehe, dass es für Außenstehende merkwürdig aussieht. Und erinnert natürlich auch, hier auch natürlich im Gameplay an sich, dass es doch sehr, sehr an Metroid erinnert. Aber hat nicht so viel Raffinesse, sag ich mal. Ne? Hier haben wir jetzt auch nochmal einen kleinen Umweg. Also hier wirklich an jeder Ecke irgendwas zu finden, wenn man will. Also man kann wirklich Stunden mit verbringen. Und nochmal zurück zum Metroid. Hat natürlich nicht so so eine Gameplay-technische Raffinesse. Ne? Also wie zum Beispiel eben dieses Feature, was eben wirklich Papieren an den Morphball erinnert, lässt sich nicht so super einsetzen. Es ist halt einfach nur ein Turbo-Rad im Prinzip. Ne? Jetzt setze ich den hier nochmal ein. Und ja, jetzt nähern wir uns hier gleich den ersten Endboss. Ich bin ganz interessiert. Das ist ein bisschen nervig, aber ja, den hauen wir auf jeden Fall von den Socken. Ja, ich zeige euch dann auf jeden Fall einen kleinen Trick, einen Special Move, der auch eben hier im zweiten Teil möglich ist, da ist er. Und ja, sieht auf jeden Fall ein bisschen schlecht gelaunt aus und ja, ein kleiner Fun Fact. Er hat hier in der C64-Version noch so Federn am Kopf. Ja, die auch, sieht auch teilweise so aus, als ob es blutige Federn wären, weil es so ein bisschen rot ist. In der Amiga-Version, da hat er ein Iro. Ja, tatsächlich. Also so komisch. Und jetzt mache ich mein Special Move. Der besagte, der nur hier möglich ist. Ja, im ersten Teil konnte man so Special Bomben einsetzen. Jetzt haben wir bum, bum, bum platt gemacht im Pol. Und jetzt erstmal ein bisschen chilliger wieder. Ich freue mich. Also wie gesagt, das Spiel ist nicht so einfach. Man muss es ein bisschen Übung haben, man muss es im Prinzip auch relativ häufig spielen, wenn man den Level einfach gut kennt. Dann kann man im Prinzip dann auch sehr gut vorankommen. Vor allem natürlich auch, wenn man die extra Leben kennt, die Verstecke. Es gibt teilweise ein paar Orte, das zeige ich euch nachher auch noch, wo man sehr, sehr viele Leben auf einmal findet. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, ich will einen Tipp geben oder so. Das ist natürlich besonders gut versteckt. Aber ja, wie gesagt, ist auch ein Markenzeichen der Turrican-Serie, dass man eben einen riesen Entdeckungsfaktor hat. Ja, und da hat man natürlich als kleiner Junge seinen riesen Spaß mit gehabt. Ja, man konnte das Spiel wirklich immer und immer wieder spielen und hat irgendwie immer wieder irgendwas Neues entdeckt. Und ja, es ist einer der meistgespielten Spiele und auch der Spiele, die mich damals als Kind sehr beeinflusst haben. Ich habe ja immer gerne gemalt und gezeichnet als Kind.
und daher auch gerne solche Levels hier nachgezeichnet. Ja, und daher ist es ja auch so ein bisschen komisch, unverständlich, dass die Mega Drive und Super Nintendo Ports von den Spielen, oh, jetzt muss ich aufpassen. Hä? Okay. Ja, da wurden nämlich die Levels von anderen Level-Designern gemacht als von Turrican. Und da schon bei Turrican 3, glaube ich, angefangen. Da waren die Levels gar nicht mehr so riesig weitläufig, sondern eher so linear. Ja, und ja, schon irgendwie schade. So, als ob man meine Mutter beleidigt. Weil eigentlich sind nur die ersten beiden Teile wirklich die echten Turricans, kann man sagen. Aber ja, es gibt gute Klone, wie zum Beispiel Turrican oder auch T2002. Kann ich euch hier mal ein Video auch mal verlinken. Habe ich nämlich auch mal in einem Walkthrough verarbeitet. So, jetzt haben wir das erste Level durch. Amy! So, geht das jetzt hier nochmal weiter, oder wie? Ah, habe ich doch ganz vergessen, klar. Na, aber hallo, da haben wir doch den zweiten Level. Oh, es geht hier gleich schon mal Indiana Jones-mäßig richtig los hier. Da müssen wir jetzt aufpassen. Ich habe keine Lust, jetzt hier noch mit 6 Leben rumzulaufen. Ja, guten Tag. Hallo, wir waren hier gerade dabei, ein Turrican 2 Commentary zu machen und es ist uns hier gerade das Bild hier irgendwie kaputt gegangen. Und da wollte ich. Ich krieg das hier nicht hoch. Ich sag, ich krieg das hier nicht hoch. Ja? Container. Container ist. MP4. Progressiv, ja, progressiv. Format ist H264, ja, ja. Und 1280 mal 720, ja. Zwei Durchgänge, ja. Audio? Audio AAC steht hier. Mhm. Alles klar, gut. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich. Tschüss. Ich habe keine Lust, jetzt hier noch mit 6 Leben rumzulaufen. Okay. Gut. Sieht erstmal, glaube ich, ganz nice aus. Jetzt kloppen wir hier erstmal die ganzen Leute hier weg. Also die Tiere, die Maschinenfische. Wer hat die eigentlich gebaut, die Maschinenfische? Ja, ich meine, wir sehen ja, dass die Tiere uns hier sofort angreifen. Wo bleibt denn da der Tierschutzverein? Darf man auch mal fragen. Und da müsste ja eigentlich im Prinzip derjenige, der programmiert haben, ist der eigentlich voll der böse Mensch sein im Prinzip. Ja, weiß nicht. Wer könnte das gewesen sein? Schreibt es mir in den Kommentaren, wenn ihr eine Vermutung habt. Ich persönlich, ich habe eigentlich schon, ehrlich gesagt, eine Vermutung. Wer könnte so ein schlechter Mensch sein? Obama oder Merkel, würde ich sagen. Die verdienen alle ein Spinnegeld und mocken nur Scheiße. Und die große Masse, die holt die Taler verloren. Na.
So wäre meine Vermutung. Oh, was ist das denn? Da eben schon ein bisschen aus wie sie. Nicht schön anzuschauen, bewegt sich langsam. Ich weiß nicht, was es genau war, aber nehmen wir mal an, dass wir uns das gleich mal ansehen werden. So, hier haben wir jetzt nochmal kleine geheime Ecke, die ist ein bisschen kompliziert, aber jetzt haben wir das hier schon mal schön über die Bühne gebracht, glaube ich. Ah, ja, schön groß. Einfach zwei Frauen. Eine Berufsschulklasse von Bäckerei-Fachverkäuferinnen. Zwei Frauen. Schön groß. Na, also hier habe ich damals auch, wenn ich das mal gespielt habe, vielleicht an diesem einzigen Level hier einen halben Tag dran gesessen, würde ich sagen. Weil ich habe ja wie viele Altersgenossen, glaube ich. Oh, das hier ist Mackle Creature. Okay. Ich habe ja viele andere damals gebrannte Spiele mehr oder weniger gehabt. Sie müssten eigentlich zurücktreten. Na, auf keinen Fall. War bei C64 Spielen sehr einfach. Und da waren immer Cheat-Menüs mit dabei, wenn man das Spiel eingeschaltet hat. Und da konnte man immer mit unendlicher Energie spielen. Ich habe mit unendlicher Zeit, ehrlich gesagt, gespielt. Weil ihr seht ja selber hier schon, wenn man das Spiel erstmal anfängt, kann man so schnell auch nicht wieder aufhören. Wir machen aber auch langsam heute. Wir wollen ja hier heute eine Show rüberbringen. So, hier haben wir jetzt einen ganz besonderen Endgegner. Ein optionaler Endgegner. Das gibt es auch immer in jedem Turrican. Oh je, sterbe ich jetzt oder? Nein! Bum, bum, bum. Super! Schön, schön, schön. Jetzt haben wir 13 Leben, das ist gut. Weil die 13 ist nämlich meine Lieblingszahl. Ist ja, wie ist das bei euch so? Schreibt mir das bitte in den Kommentaren. Und dann kann ich euch ein bisschen was dazu erzählen. Ha. Du bist scheiße. Schreibt mir bitte, was eure Lieblingszahl ist, denn ich habe nämlich mal eine Zeit lang, da war ich bei so einem Fortbildungskurs, war das, wo man aber im Prinzip nur erzählt bekommen hat, wie man seinen Lebenslauf machen soll. Und da habe ich halt den ganzen Tag am Computer gesessen und mir Wikipedia-Einträge angeguckt. Da habe ich mir jede Zahl angeguckt oder auch jede Farbe, weil es gibt zu fast jeder Zahl einen Wikipedia-Eintrag. Ist ganz interessant. Und die 13, die ist jetzt hier leider weg. Für mich bleibt es 13, wenn ich richtig addieren kann. Ja. 5 und 6 sind 11 und 0,2, 0,8. Sind 1 und 12. Also, dann habe ich mich verrechnet. Ist ja im Prinzip eine Zahl, die vor allem Christen ein bisschen ungeil finden, glaube ich. Jetzt haben wir die 12, die steht ja für das Jahr, unter anderem. Na, wir haben ja 12 Monate und das ist auch schon was Besonderes. Nehmen wir mal an, dass uns das jetzt hier auch auf jeden Fall Glück bringen wird. Also wir spielen das Spiel jetzt auf jeden Fall jetzt mit den 12 Leben durch. Ja, das ist sozusagen... Ja, astronomische Energie, die uns jetzt gerade durchfließt mit diesen 12 Leben. Und ja, ich würde gerne wissen, wer diese scheiß Roboter hier programmiert. Geht's nicht weiter. Okay, die Laserwaffe ist ein bisschen nervig, ich weiß, der Sound. Ne, das ist nicht der Laser, sondern ein Plasma-Schuss oder was soll ich sagen soll. Und der ist ein bisschen nervig. Na, der Schuss, der ist cool. Der hört sich ein bisschen schöner an, glaube ich, würde ich sagen. So, jetzt sind wir schon wieder fast durch. Wir gucken jetzt nur noch mal, was hier oben noch mal war. Da links hinten war ja, glaube ich, nichts. Auch schön erstmal die ganzen Boni einsammeln.
Ist ja auch so ein Ding, ne? Wenn du schnell rumrennst und immer Richtung Ziel entgegen, ist das Spiel auch im Prinzip einfacher, als wenn du mal hier bist, mal da bist oder so. Vor allem mit diesen Unbesiegbarkeitsbüchern. Zeige ich euch was, Leute. Merkt euch mal diese Plattform hier. Und dann rollt ihr hier einfach rechts runter. Es war schön. Jetzt ein bisschen knifflig. Aber es lohnt sich. Machen Sie das weg, verdammt! Also hier kann man auf jeden Fall richtig böse abstürzen. Pech hat, dann ist man hier schon Game Over, wenn man es nicht schaffen sollte. Aber wir haben es geschafft. Ja, und jetzt herrlich. Aber nicht so viele auf einmal. Ja, sehr, sehr schön. Das ist doch mal was. Den dürfen wir nicht kaputt machen. Geschafft. Okay. Gut. Kann man ja auch so leicht runterfallen. Ja, man bleibt hier an den Wänden hängen, aber wir haben den Jackpot, würde ich sagen. Und da kann ich nur darauf hinweisen, dass man jetzt die ein oder andere Erkenntnis hat, wie groß war. Jetzt haben wir doch eine ansprechende Zahl an Extra-Leben, denn wir werden sehen, Turrican ist doch tatsächlich kein einfaches Spiel. Ja. Wir haben einen Hoffnungsschimmer jetzt. In den ersten paar Welten gibt es noch relativ einfach mal hier und da ein extra Leben zu finden. Ist ein bisschen wie Ostern, wenn man das spielt. Ja, guck mal überall nach, du wirst immer irgendwas finden meistens. Und jetzt gucken wir doch einfach mal, ob wir den Gegnern hier nicht mal ein bisschen mal einen Arsch breit treten können. Ne? Guck mal, jetzt haben wir hier schon mal den ersten. Oh, den können wir gar nicht in den Arsch breit treten. Aber den können wir ins Auge picken. Das ist auch gut. Ja. Tut schön weh. Ist ein bisschen gemein, glaube ich, aber ich meine, ich würde ihn ja auch fragen, ob er uns vielleicht vorbeilässt. Also ich würde ihn fragen, was sein Problem ist. Dann würde ich ihm schildern, was mein Problem ist, wie ich mich dabei fühle und was der andere machen soll. Oh. Dann kann der das nachvollziehen. Bum, bum, bum. Und kann dann entsprechend, das ist dann, glaube ich, eine konstruktive Rückmeldung. Jetzt haben wir es aber geschafft. Hm. Ah, herrlich. Jetzt haben wir den ersten Einblick bekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Es war für mich enttäuschend. Ja, die Reaktionen hier sind euphorisch. Hat mir richtig Spaß gemacht. Meine Aufgabe ist ja, dafür zu sorgen, dass das Spiel nicht aus der Vergessenheit gerät. Und da müssen halt irgendwelche Leute her, die dann eben ja, so ein Programm wie dieses hier machen und... Kannst du mal den hässlichen Körper aus dem Bildschirm nehmen, du Wurrel? Ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Guten Morgen. Habt ihr geschlafen? Nein. Was habt ihr denn gemacht? Also Leute, jetzt aber Quatsch mit Lieblingszahlen, ne? Und kosmische Energie wegen hier irgendwie 12 Leben oder so ein Blödsinn. Wir marschieren jetzt mit großen, aber beständigen Schritten nach vorne. Und schaut euch mal diese Grafik hier an. Sieht wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Also ein bisschen so, als ich gerade im Spiegel gucken würde, so schön ist das. Wer kann das eigentlich besser umsetzen als ich selber? Und da habe ich schon eine riesige Latte. Vorsicht ist aber geboten. Wir haben hier überall gefahren. Jetzt wird das schon ein bisschen schwieriger. Ja, schwer wie eine Seekuh. Und das Leben ist weg. Das ist auch krass bei dem C64 eben, weil
grafiktechnisch mit der Spiel, also C64, völlig überreizt bei dem Spiel hier. Ausgereizt. Also, ja, ist halt ein Reiz, der stimuliert wird. Und deswegen ist natürlich der Arbeitsspeicher sehr schwach, wenn man hier quasi mal einen Bildschirm kurz verlässt. Es sind manche Gegenstände schon wieder verschwunden. Ja, schön Zeit verschwendet. Ja, ein bisschen, jetzt fühle ich mich ein bisschen wie ein Wähler, der jetzt irgendwie eine der etablierten Parteien gewählt hat. Und Deutschland, sie wollen es einfach nicht begreifen. Ja? Kein Ergebnis, gar nichts. Alles umsonst. Oder ist hier noch irgendwas? Nee. Nichts. Nichts. Ja, ich habe doch gewählt. Antisemitismus ist unsere staatliche und bürgerliche Pflicht. Falsche Partei gewählt, würde ich sagen. Sag mal, Deutschland, bist du eigentlich doof? Was haben wir denn da? Falsche Partei gewählt, würde ich sagen. Also, wie machen wir das? Beim nächsten Mal besser überlegt. Lieber eine Alternative aussuchen. ASDAP, die Analsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Welche bleibt euch überlassen? Ganz schlimm, weil ja keine der Parteien was machen kann. Keine der Parteien kann was machen. Keine. Gut. Neuer Weg, neues Glück. Ja, auch diesmal hier wieder sehr, sehr weitläufig. Ach, Scheiße. Gut. Ja, wir werden den Gegnern jetzt hier keine schlechten Witze mehr erzählen und Schnurstracks ist auch nichts. Das muss sofort in die Hufe kommen. Verdammt. Ich dachte, hier geht's weiter. Ja, ist schon ein bisschen irrgartenmäßig, ne? Aber wir schaffen das. Gemeinsam schaffen wir das. Ich, ja, genau. Jetzt sind wir doch richtig. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Wenn ich mich nicht täusche. Hier ist auf jeden Fall mein Element. Ich bin ja März geboren, deswegen fühle ich mich natürlich, wenn ich ein Spiel spiele, immer wohl unter Wasser. Ich mag Unterwasserlevels, ich mag das auch vor allem. Das ist jetzt hier nicht der Fall, wenn man nur begrenzte Luft hat, so dass man dann nicht ewig unter Wasser bleiben kann. Was auch gut ist, ist, wenn irgendwo was unter Strom steht, so dass man dann da gar nicht hinkommen kann oder so. Ne? Und perfekt wäre dann natürlich dann noch, wenn die Steuerung unpräzise ist. Das, liebe Genossinnen und Genossen, müssen wir nicht wörtlich nehmen. So dass man dann ständig irgendwelche Fehler macht, wie ich jetzt. Aber nichtsdestotrotz, Bren McGuire, der hatte ja im Turrican-Anzug einen Sauerstofftank. Na, der ist dort, habe ich einen Umbaubericht gesehen. Da ist ein Sauerstofftank drin, der reicht wohl für eine halbe Stunde. Also dürften wir jetzt hier eigentlich genug Zeit haben. Eine halbe Stunde werden wir das hier definitiv geschafft haben. Fallen Sie nicht auf die Hysterie rein. Ich kenne den Level ja eigentlich. Na, ich kenne das halt noch von damals. Fucking. So, meine Fresse, ist das hart. Warum soll ich mich darum kümmern? Sie müssen sich doch darum kümmern. Also ich muss auch wirklich aufpassen. Ja. Überall diese programmierten Roboter, kein Mensch weiß, wer hat die programmiert. Posti! Darauf, dass die Bren McGuire angreifen. Ja. Oh, und. Gut. So ist es natürlich immer am besten. Und.
die Viecher nerven auf jeden Fall. Ja, die sind schnell und ziemlich unfreundlich. Kann mit ihnen auch nicht diskutieren. Ne? Ja, genauso wenig wie mit Präsident Erdogan. Die Menschen verfolgen. Er ist nicht mein neuer Freund. Und es sind immer noch zu viele. Ja, also ich fand die Geschichte ja ziemlich crazy mit dem Böhmermann und dem Erdogan. Ne? Verdammt nochmal! Ich weiß nicht, der muss ja jetzt, der arme Böhmermann, die Hilfe von Merkel in Anspruch nehmen und... Es gibt Momente, da steht viel auf dem Spiel. Das ist schon krass, ja, wenn man irgendwo hingerät und die Hilfe von dieser Frau annehmen muss oder auf ihre Hilfe hoffen muss. Das ist schon crazy. Ich finde es nicht gut. Ja, aber ich weiß nicht, die Merkel, die kann doch einfach zu dem Erdogan gehen und ihm sagen sowas wie, ja, hier, weiß nicht, guck mal, kriegst du eine Million geschenkt oder so. Verrat das niemandem. Ja, ja. Oder, weiß nicht, eine Jahreskarte für Disneyland Paris. Alles gut bei euch? Oder so. Dass er einfach sagt, okay, wir lassen den Böhmermann wieder frei. Mit denen kann man nicht reden. Kann sie doch machen. Also quasi Korruption für das Gute. Ja, die Merkel hat doch sonst keine Probleme damit, sie schmieren zu lassen, beziehungsweise andere zu schmieren. Wenn es um unsere eigenen Belange geht, wir wissen uns bei Ihnen in vielen Dingen, eigentlich in allen Dingen in guten Händen. Und zwar auch deshalb nicht, weil Sie immer unserer Meinung sind. Das ist mal ganz eindeutig. Deswegen würde ich das so machen. Ist doch kein Problem. Kann man doch bestimmt irgendwie hinkriegen. Aber für den Böhmermann finde ich das auch schon echt krass. Ich meine, ich kenne das ja, wenn man versucht, kreative Protestkunst zu machen. Ja, sozusagen. Und wenn dann so eine Scheiße passieren würde, also ich würde das dann nicht aushalten. Ja? Also wenn irgendwie irgendwelche Politiker beleidigt und dann kriegt man irgendwie Haftbefehl oder so eine Scheiße. Beim Tier als auch beim Menschen bitte, bitte, bitte darauf zu achten, dass das weniger wird. Und damit meine ich jetzt nicht die Musik. Dann lasst mich doch nach Hause fahren. So einfach. Krasser Endgegner, aber der sieht cool aus, ne? Cooles Design. Machen wir nochmal unseren Special und dann hoffen wir mal, dass der Gegner bum, bum, bum. Endlich nach Hause geht. Ja, ins digitale Pixel Nirvana. Den schicken wir jetzt auch ins Pixel Nirvana, was nur aus Bits und Bytes besteht. Den müssen wir jetzt auch wegkloppen. Das eben war seine Schwester, jetzt haben wir den Bruder getötet. Geschafft. Das ist Flickschusterei wie zu DDR-Zeiten. So haben wir es damals auch gemacht. Den Bruder getötet. Geschafft. Alter, schaut euch die Grafik an. Schaut euch die Grafik an, ja. Das war für C64-Verhältnisse damals absolut, grenzüberschreitend gewesen. Also, das Spiel ist ja auch bis heute noch in der Videospielgemeinde weltweit hochgeschätzt. Ich gehe dazu ablehnend. Ich glaube, dass wir in sehr speziellen Fällen Ausnahmen gemacht haben, aber generell Cannabis nicht freigeben sollen. 1933, fast 15 Jahre nach ihrer Einführung, hebt der amerikanische Präsident das Verbot wieder auf. Die Prohibition ist gescheitert. Viele tausend Arbeitskräfte, die für die Überwachung des Verbots zuständig waren, stehen nun ohne Arbeit da. Allen voran der Chef des Dezernats für Drogen, Harry Anslinger. Cannabis lässt Schwarze denken, sie wären so gut wie Weiße. Der Hauptgrund, Marihuana zu verbieten, ist sein Effekt auf die degenerierten Rassen. Seine Propaganda fällt im Amerika der 1930er Jahre auf fruchtbaren Boden. 1947 wird Anslinger in die UN-Drogenkommission berufen. 1961 setzt er eine Konvention gegen Cannabis durch. Jetzt müssen alle Mitgliedstaaten das Verbot in ihren eigenen Strafgesetzen umsetzen. Das Weltbild von Anslinger ist nun auch weltweit verbreitet. Generell Cannabis nicht freigeben sollen. Bescheid wussten nur ganz wenige.
Ja, okay, gehen wir weiter mit dem Programm. Wir sind noch immer in der zweiten Welt und los geht's. Und weiter geht unser Spaß mit dem kultigen Zock-Abenteuer hier. Ich erinnere mich. Jetzt fahren wir erstmal zum Fahrstuhl. Okay. Oh. Geht schon wieder. So, ich glaube, das sieht jetzt schon ein bisschen mehr wie so eine Art Basis aus. Na, wir sind ja auf der Suche nach den Maschinen. Wir sind überall Maschinen, wenn ich mich nicht irre. Aber wir suchen den Maschinen. Der muss den Friedensnobelpreis bekommen. Das ist ja der Chef von den Aliens gewesen, die uns ja am Anfang überfallen haben und eine ganze Crew umgebracht haben. Und, das ist anstrengend. Der konnte auch Englisch sprechen, diese Maschine. Vielleicht können wir uns ja mit ihm unterhalten. Na, vielleicht können wir ja, wie bei dem anderen Endgegner vorhin, wie ich das eigentlich vorgeschlagen habe, auch wieder eine konstruktive Rückmeldung machen. Ne? Also wir nennen das Problem, sagen, wie es uns damit geht und sagen dann, was der andere tun soll. War eigentlich nicht als Witz gemeint. Ist das ein Rotz? Sage ich hier die Stelle. Ist. Nee, hier ist nichts. Okay, schnell zurück. Schnell zurück. Ja, das Labyrinth hat manchmal auch Sackgassen, klar. Aber in aller Regel lohnt es sich, mal auf Wege lang zu gehen, die man noch nicht kennt. Wir gehen jetzt aber mal ein bisschen Richtung Ziel. Denn, ja, ich sehe gerade. Unsere Leben werden langsam ein bisschen weniger, ne? Wir sind hier mit 20 eingestiegen. Ah, schön, sehr, sehr gut. Jetzt sind wir wieder bei meiner Lieblingszahl. Wenn sich hier bleibt, es 13. Reißen wir uns noch ein bisschen zusammen, nicht so viel doof quatschen. Koalitionsverhandlungen fangen mit K an. Na, ihr merkt schon, ich überlege schon manchmal, was ich sagen soll, weil ich will ja auch nicht, dass der Kommentary hier irgendwie langweilig wird. Daher versuche ich natürlich auch irgendwie zu erzählen oder so. Krasse Scheiße. Ich raste gleich aus. Ja, pass mal auf. Gut, okay. Beruhigen wir uns erstmal. Ich habe hier auch noch meine Tasse Kaffee. Ein Kommentary, nicht wundern. Ich habe das mit Absicht ein bisschen so gemacht, dass irgendwie ein Let's Play rüberkommt. Dass ein bisschen Stimmung in die Bude reinkommt. Hier sehen wir jetzt gerade, ich würde sagen, die nervigste Stelle des Spiels. Ja. Aber man muss nur wissen, wie das hier mit dem Wind abläuft. Da gibt es ein gewisses Timing, da muss man auf die Blätter achten. Und dann, schön, dann gibt es einfach ein bestimmter kurzer Bereich, wo man springen muss, um das zu schaffen. Aber wenn man das nicht richtig macht, kann man da auch wirklich ewig festhängen. Ha, sieht schon wieder schwierig aus. Aber wir machen das schon. Wenn wir ein Bonus-Ding aufs Maul bekommen, wie der kleine Bengel hier eben, das ist peinlich auf jeden Fall. Das war ja, also da kann man sich nur noch wundern. Also der mildeste Ausdruck ist Kopfschütteln. Ja. Liebe Leute. Ja, normalerweise sollen die ja Glück bringen, aber wenn sie dich auch noch umbringen, stellt euch vor, Marvel-Bros oder so, ihr kriegt einen Pilz und der bringt euch dann vielleicht um, wenn ihr den falschen Moment einsammelt oder so. So. Der Boss hier ist ein bisschen nervig, finde ich. Werdet ihr auch gleich sehen. Der lässt sich nämlich einfach nicht so gut treffen. Im
Mitte. Unser Konzept hieß, auf die neue Mitte zu setzen. Die eigentlich unsere alte Mitte gewesen sind. Die Mitte in bester Weise vertreten. Mitte. 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 Mitten in der Gesellschaft. Die Mitte. Die Mitte ist nicht irgendwie eine gesellschaftliche Gruppe. Sondern in der Mitte. Ja, genau, in die Mitte. In die Mitte muss ich schießen, wenn die ganzen Kanonen hier alle weg sind. Ihr dummen Politiker, dass ihr das noch nicht gemerkt habt. Aber wir gucken mal. Es sieht auf jeden Fall schwer. Es ist auf jeden Fall ein schwerer Endgegner, finde ich. Also verlierst du ständig Energie. Ach mein Gott, ist das ein nerviger Endgegner. Aber muss ja auch mal sagen, ja, man kann nicht immer nur Nintendo-mäßig das so machen, dass man immer weiterkommt, egal was man macht. Ja, ein bisschen Anstrengung muss schon sein. Ein bisschen Herausforderung. Ach, wisst ihr was? Ich werde einfach selber so Mucho fragen, ob der mal vorspulen kann. Und willkommen im Friedhof der Pixeltiere. So, bum, bum, bum. So, endlich ist die Ratte geschafft. Also es ist ja unfassbar. Ne? Der hat auch damals schon genervt. Und dieser Level hier ist ein bisschen anstrengend. Da fehlt aber doch das. Da ist dieses und jenes Thema nicht aufgeführt. Jawohl! Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich nochmal ein extra Leben holen. Ich muss gleich mal nachgucken, wo ich das jetzt hier hatte. Und ist ein kleiner Umweg, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Auf jeden Fall, wenn man das so ein bisschen drauf hat mit dem Sprung, wo man dann einfach in der Luft hochspringen muss, dann geht das schon. Ja. Kommt hier leider nicht durch. Sehen Sie, so schnell kann das gehen. Ja. So schnell kann das gehen. Okay, nerven ein bisschen die kleinen Abfuckstimmung zeugen die. Okay. Okay. Warten, okay. Gut. Sehr schön. Gleich alles beim ersten Mal. Das hat mich sehr beeindruckt, fast wie in der ehemaligen DDR. Habe ich auch früher Ewigkeiten für gebraucht, wo ich noch keine Ahnung hatte, wo da das richtige Timing liegt. So, endlich. Haben wir den Level hier gleich hinter uns. Warum dauert es so lange? Warum kommt es so spät? Jetzt wird allerdings krass. Jetzt kommt der erste Fluglevel. Erstmal verkloppen wir hier die Wachen. Geräusche fand ich immer sehr lustig, wie da gerade eben da fahren. Durchfährt so ein Frauenkörper ein wohliger Schauer, wenn man in so einem Ding sitzt? Also so ein Beben? Platztechnisch ist es schon mal kein Problem, ja. Das ist gut, aber es ist auf jeden Fall sehr aufregend. Ja, und wenn man da vorne drauf drücken würde, dann würde es Wumms machen und hätte man ein paar Leute weggepustet. Geil, ne? Naja, das überlasse ich lieber anderen, also muss okay. Ich jetzt nicht unbedingt. Macht ihr, ne? Ich glaube, der findet mich scheiße. Ist ganz geil. Ich habe Angst. Der erste Fluglevel und die Tasten auf dem Xbox 360 Pad, wenn ich benutze, funktionieren nicht so ganz präzise bei dem Level und Tüdenken von seiner actionreichen Seite. Die Fluglevels sind auch die einzigsten hier in dem Spiel,
die tatsächlich einen richtigen Soundtrack auch im Hintergrund haben. Zu mehr hat es ja leider nicht gereicht damals, offenbar. Weil eben der Busfahrer verschlafen hat. Aber ich habe ja für euch hier die anderen Levels mit der Musik aus der Amiga-Version unterlegt. Ein bisschen frischer und gucken wir mal, wie das jetzt hier weitergeht. Eigentlich mache ich ja den ersten der drei Fluglevels am liebsten. Der ist irgendwie ganz cool, der erinnert so an klassischer alter Shooter, so 2D-Weltraum-Shooter, wie man das so aus der Spielhalle, sag ich mal, kennt. Und ja, ist auch alles ganz cool designt. Hier kann man auch wieder dieses technische Besonderheiten erkennen, dass wir mehrere Hintergrundfarben. Das denn? Scheiße, da ist ein verdammtes Pferd hinter mir her. Wir müssen die Pferde füttern und wir müssen dafür sorgen, dass die Pferde ausrücken können. Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Ja, was soll ich sagen? Begreift ihr das? Ich nicht. Oh, fucking. Oh. Mann. Ich mag Pferde ja eigentlich, aber hier sehe ich gerade so ein scheiß Pferd hinter mir her und ich muss gucken, ob ich das packe. Aber wir schauen mal. Ich habe ja vorhin in dem Menü des Emulators extra alles richtig eingestellt. Aber trotzdem funktioniert die Steuerung nicht super sauber. Wir können jetzt folgendes Spiel machen. Wenn ihr alle alles schon wisst, dann lasst mich doch nach Hause fahren. So einfach. In den Jump'n'Run-Passagen, da fällt das nicht so doll auf, aber hier im Fluglevel, da ist es ein bisschen nervig. Aber ich weiß, dass nicht so lange gehen. Gut. Ah, ist ein bisschen nervig. Jetzt habe ich wieder den etwas nervig klingenden Plasma-Schuss. Eine riesen Sträumerei. Naja. Ist aber stark und ziemlich vorteilhaft. Den gab es, ich mich recht erinnere, gab es den schon im ersten Teil damals? Ich weiß gar nicht so genau. Naja. Ist auf jeden Fall praktisch in Höhen vor allem und okay. Ah, noch extra Leben, schön. Ah, das ist ein witziger Endgegner. Ich habe ja wie gesagt schon immer so Bilder gezeichnet von Levels und das Vieh hier fand ich natürlich schon immer irgendwie ganz lustig. Ich weiß nicht, ich stehe irgendwie voll so auf Glubschaugen. Ja, gibt ja auch so eine coolen Schlüsselanhänger und so eine Jackballs, halt schon die Teile. Bum, bum, bum. Ja, schön, schön, schön. Jetzt müsst ihr liefern. Wir müssen überhaupt nicht liefern. Oh Mann, ob wir das noch über die Bühne geschafft kriegen. So, jetzt bitte kein Quatsch mehr, ja? Krass. Ich geb mir Mühe, ja. Ihr könnt noch so lange drehen, das wird nicht besser. Ich guck einfach mal. Ich werde mal ein bisschen mich konzentrieren. Dass man noch mal so einen Push kriegt, wie man es nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. Ah, Herrgott. Es ist ständig getroffen. Es reicht mir! Hört endlich auf, ein hysterisches Gejaule! Da haben wir jetzt Glück gehabt. Es hätte auch schief gehen können, ehrlich gesagt. Aber ich bin zuversichtlich. Cool. Endlich. Ein bisschen Unbesiegbarkeit. Ja. Ja, wenn ihr euch wundert, warum hier manchmal auch Hardcuts bearbeitet wurden, das ist nicht unbedingt eigentlich eine bewusste Entscheidung, sondern tatsächlich eher hat seine technischen Gründe. Die Kamera, mit der ich hier aufzeichne, macht leider immer bei 3 Minuten Halt. Oh. Aber gibt
demnächst eine neue und dann können wir auch ein bisschen bessere Videos machen, glaube ich. Das ist schon crazy, ne? Da muss man auf jeden Fall ganz schön aufpassen. War natürlich als Kind damals ein Riesenhit gewesen. Ja, vielen Dank. Wenn man mit unendlichem Leben gespielt hat. Na dann. Aber es ist auf jeden Fall ist es schaffbar, ne? Also es ist nicht übertrieben. Ich mache ja nicht gerne Spiele, die einfach übertrieben schwer sind. Super Meat Ball oder wie das heißt. Hätte ich keine Freude dran irgendwie. Aber wenn die Spiele irgendwie halbwegs fair sind, dann habe ich da auf jeden Fall meine Freude dran, wenn sie ein bisschen schwieriger sind. Okay. Ja. Also man muss auf jeden Fall den Level schon ein bisschen kennen. Oh. Na, ich würde sagen, das haben wir doch schon mal erstmal ganz gut hinbekommen. Ich sag gar nichts. Gut, okay. Das hätte ja auch schief gehen können, aber das machen wir schon. Cool, 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 sage ich nur. Weil ihr seht ja selber, es sind schon ziemlich schwierige Levels. Bisschen schwieriger eigentlich als die Jump-Run-Passagen, aber jetzt haben wir langsam das Schwierigste schon hinter uns, würde ich sagen. Jetzt hat Spaß wieder Vorfahrt. Begrüßen wir auch nochmal den Sprecher von Herrn Maas, der hier mal am lautesten klatscht. Herzlich willkommen an Sie. Okay, weil ich für Qualitätsjournalismus bin. Wo sind wir denn eigentlich? Ho, ho, ho! Aber doch nicht so! Ja, ich habe ja neulich mal so eine Reportage gesehen über... Ach du Scheiße, das ist jetzt der Endboss. Dann brauche ich eure Hilfe! Der ist anstrengend, aber auch irgendwie cool. Ja, aber ich habe neulich so eine Reportage gesehen über Leute, die im Sterbebett liegen und da meinten die meisten wirklich, dass sie es bereuen, dass sie zu wenig Zeit, Freunde, Familie und Hobbys verbracht haben. Zu viel Zeit für die Arbeit verschwendet haben. Und man kann ja quasi auch schon vorher eine entsprechende Lehre draus ziehen und sie sagen, Mensch, so Spaß kann ja manchmal durchaus sein. Man lebt ja auch nur einmal. Außer hier natürlich. Ich hab noch... Ja, Pferd hat mir mal wieder in den Arsch getreten. 16 Leben ist natürlich interessanter. Da kann man natürlich auch Quatsch machen. Oder mal irgendwie gegen einen Baum fahren oder so. Was ist dann auch nicht so schlimm. Ja. Aber man müsste auch länger arbeiten im Prinzip. Ja. Das ist krass, also 16 Mal... 67 Jahre, ne? Also 67, ja, wieder. 67 musst du, glaube ich, arbeiten, ne? Also 15 mal 67 bist du auf jeden Fall. Wie sag ich hier besser nicht? Über 100 Jahre am Arbeiten, also auch nicht so geil, wenn du 15 Jahre lebst, würde ich sagen, ne? Ah, okay. Ah. Kuller nicht ein, konzentrier dich. Ich mach. Oh, vielleicht schaffe ich den ja. Okay, aber jetzt bin ich wieder bei meiner Lieblingszahl und jetzt werde ich es auf jeden Fall schaffen. Wenn ich 13 Leben habe, bin ich im Prinzip unbesiegbar. Seht ihr? Bum, bum, bum. Ja. Ich werde auf diesem Level schaffen. Auch wenn die Steuerung scheiße ist. Und ich ständig sterbe. Ding Dong. Guten Tag. Guten Tag. Ja, jetzt geht der Spaß in die dritte Runde. Da würde ich doch gleich mal die Gelegenheit nutzen und ein paar Freunde grüßen. Ach ja? Ja, zum Beispiel den guten alten Christopher Schröter, den Ben und natürlich auch den Matti. Bitteschön. Sprechen Sie bitte weiter. Ja. Und den Björn und den Gerard natürlich auch, ganz klar. Und
Ja, mir fällt gerade noch ein. Matti, such doch bitte nochmal bitte das eine Sturmfeuerzeug vom Milhaus. Da würde er sich wirklich sehr freuen. Wir sind hier nicht in einem Kasperletheater. Das sucht er nämlich eigentlich noch. Und das ist ganz cool. Das wird gefährlich. Ne? Warum sage ich wir? Oh, cool. Kartoffelfleisch. Schön. Oh, krasse Scheiße. Das ist unfair. Steht schon wieder dieses scheiß Pferd auf mich zukommen. Ja, krass. Einfach scheiße. Oh, schade. Das Spiel ist die Ausgeburt der Scheiße. Ja, ist ein bisschen fies. Gemein. Genauso gemein wie Lobbyisten. Manche Sachen sind wahrscheinlich besser hinter geschlossenen Türen getan. Wenn... Das ist nicht demokratisch. Ja, demokratisch ist es nicht, aber was ist schon in diesem Leben demokratisch? Es geht überhaupt nicht um Pressefreiheit oder derartige Dinge. Dass es nicht einfach so weitergehen kann, das scheint doch offensichtlich zu sein. So, der Endgegner, der ist ganz geil hier, finde ich. Und gibt es auch noch einen kleinen Fun-Fact. Bei MT steht natürlich für Manfred Trenz. Und AE Andreas Escher. Genau. Ist auf jeden Fall, sind die Initialen der beiden Macher im Prinzip des Spiels. Und ja, der Gegner ist ein bisschen cool irgendwie vom Design her, wie die meisten Endgegner auch, gefällt mir. Aber nur ein bisschen cool, also es gibt bessere. Ja, habt ihr auch selber gesehen, ein paar. Ah, eine Fresse, ist das ein... Halt in gewisser Weise behindert. Na gut. Wie sagen, schaffen wir das? Mit 17 Leben würde ich sagen, sind wir auch ganz gut dabei. Okay. Also erstmal... Okay, Hamburger-Style. Müsste dann eigentlich noch... So, oh, fuck. Jetzt bin ich quasi das Fleisch gewesen im Hamburger drin. So fühlt sich das also für die Tiere an, wenn die da... Krass. Oh. Krass. Ah, die Musik ist cool, ne? Also auf jeden Fall... einer der coolsten Tracks, finde ich, in dem Spiel. Das ist ja bum, bum, bum. Manfred Trenz. Können Sie dann bitte weitermachen? Auch von mir aus, Manfred Trenz, freundliche Grüße. Okay Leute, ich würde sagen, wir haben den anstrengendsten Teil hinter uns. Kommen wir nun zum kompliziertesten Teil des Spiels, und zwar zum Labyrinth-Level. Es gibt nämlich eigentlich in jedem Turrican immer ein sehr labyrinthartiges Level. Wir nehmen aber eine kleine Abkürzung. Aber psst, dürft ihr niemanden verraten. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Viel Spaß! Ah, war das anstrengend. Aber jetzt haben wir, würde ich sagen, das Nervigste hinter uns. Die Nürnberger Bratwürste dürfen natürlich da Wunder nicht leiden. Jetzt kommen wir zu einem Level, der eher ein bisschen labyrinthmäßig aufgebaut ist. Aber
Ich zeig euch hier einfach mal den optimalsten Weg, den man gehen kann. Das ist auch so ein Level, wo ich in der Kindheit mal den ganzen Tag dran gesessen habe. Es ist Wahnsinn, was da drin passiert. Und mit unendlicher Zeit, dann kann man sich das hier wirklich alles mal angucken. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man denn nicht Geduld verliert irgendwann mal. Aber ich weiß nicht, als Kind habe ich das Gefühl, hat man irgendwie manchmal vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Geduld noch, ne? Wo man als Erwachsener manchmal einfach schnell aufgibt, wenn dann irgendwas auf den Sack geht oder so. Oder die Gesichter vibrieren. Ist irgendwie ein bisschen was anderes, ne? Merkt euch mal diesen Weg hier, denn ich komme jetzt nämlich gleich langsam zur Abkürzung. Haben Sie denn, dass das irgendwas verändert? Sorgt dafür, dass wir dann den Level hier relativ chillig überstehen. Wenn man das nämlich nicht machen würde, könnte man hier nämlich auch noch gegen einen besonderen, guck mal, Endboss antreten. Den würde man normalerweise jetzt hier eben nicht mehr sehen, daher zeige ich ihn euch noch mal kurz hier. Haben Sie so etwas schon irgendwo gesehen? Viel Spaß damit. Ja, so sieht er ungefähr aus. Und ja, würde sagen, dann sollten eigentlich keine Fragen mehr offen bleiben. Ja, ist vielleicht ein bisschen gemein. Echt mal, das kann doch nicht wahr sein. Oh. Hallo, es hat gerade geklopft. Einen Moment, ich werde mal kurz rangehen. Erstmal in Ruhe reden soll. Das fand ich sehr lustig. Das fand ich. Das war ganz okay. Doch langsam interessant. Wir kommen jetzt, glaube ich, langsam in das Hauptquartier von The Machine. Die bösen Schweinemenschen, die uns am Anfang des Spiels noch überfallen haben, ihr könnt euch sicherlich erinnern. Wir werden sie jetzt alle platt machen. Wir werden ihnen alle die Ärsche breit treten, denn wir wollen wieder Frieden in diese fremde Welt bringen, wo wir ja gerade unterwegs sind, denn ihr wisst ja, Zusammenarbeit und Kooperation sind sehr, sehr viel fortschrittlicher als Kampf und Konkurrenz. Ja, also wenn die Lebewesen zusammenarbeiten, dann können sie Herausforderungen viel besser meistern und sich auch letzten Endes einfacher und besser anpassen. Das ist jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn man wenn es immer leichter fällt, sich anzupassen, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, beobachten ohne zu werten, ja, und Personen und Verhalten voneinander trennen. Wenn ich ein Schwein in den Pferdestall stelle und lasse das da ein Jahr drin, dann ist dieses Schwein nach einem Jahr immer noch ein Schwein und kein Pferd. Oh, meine Güte. Oh, mein Kopf. Ah. Wir
sind halbwegs intelligent. Wir können sozusagen laufen und dabei gleichzeitig Kaugummi kauen. Oh, was ist passiert? Oh, wir sind ja hier gerade im Turrican 2 Let's Play. Das ist cool. Ein Walkthrough ist das. Ich kommentier's mal. Tut mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden. Das ist ja nice. Ich habe das Spiel ja damals sehr, sehr gerne gespielt. Das ist ein Klassiker, ne? Cool. Ja, ich sehe schon, wir sind hier gerade ja schon fast am Ende. Ansonsten geht's uns eigentlich ganz gut. Na? Sieht auch ganz geil actionreich aus, würde ich sagen. Na, wird knapp. Wird, glaube ich, knapp. Wer hilft mir? Aber ich guck einfach mal. Ich gebe mir Mühe. Gehen die in die Hose, brauchen wir uns gar nicht mehr treffen. Ja, ich probier's. Und wenn es aber nichts werden sollte, dann bitte nicht irgendwie haten oder so. Sag mal so, wenn's nicht klappt, wenn ich keine Lust mehr habe, dann sage ich mal tschüss. Weil das ist ja letzten Endes nur, ja, okay. Gut, machen wir ein Schätzchen mit rein, dann ist es noch ein bisschen, hat es noch was Lustiges an sich. Ja, es ist ja letzten Endes nur ein bisschen Unterhaltung und kostenlose Unterhaltung sozusagen, deswegen. Es ist ein schwieriger Spagat, ne? Sehr gut. Es ist kostenlose Unterhaltung und daher kann man ja dort einfach ein bisschen lockerer drüber hinwegsehen, wenn es vielleicht nicht ganz perfekt ist. Es fehlt nur noch, dass Sie jedem Lobbyisten ein L auf die Stirn tätowieren wollen. Oder, ja, wenn man auch nicht so besonders profimäßig spielt. Denkst du auch immer, ist auch schwierig, ne? Ja, ich finde ja, wenn man ein Video auf YouTube sieht, was einem nicht gefällt, dann kann man ja quasi als, wenn man das jetzt nicht mag, kann man ja einfach das nicht kommentieren oder weder liken noch disliken und nichts machen einfach. Das ist ja schon meiner Meinung nach irgendwie unangenehm genug, finde ich, ja, für den Macher des Videos. Oh Mann, das wird knapp. Das wird knapp, Leute. Ja. Es geht mir eben hin und wieder mal so, dass wenn ich in so einem Spiel hier verliere, dann auch mal wirklich richtig böse werde. Haben Sie Schmerzen? Ja. Aber jetzt reiße ich mich zusammen und mache keinen Quatsch. Ne? Wir haben hier in dem Video, glaube ich, schon mittlerweile genug Quatsch reingebaut. Oh, jetzt war nicht weiter. Und deswegen werde ich mal ein bisschen den Zaum halten. Ja. Aber ehrlich, ist eh viel zu kalt in Deutschland für oben ohne Baden, oder Anneke? Wie bitte? Sieht hier auch sehr eindrucksvoll aus. Das Hauptquartier von The Machine hat natürlich überall Zahnräder dran. Ist klar. Ja. Wenn es ein Hauptquartier von jemandem wäre, der irgendwie so Holz oder so Natur oder so heißt, wäre ja keine Zahnräder, sondern irgendwas anderes da. Aber beim Maschinen gehören Zahnräder dazu. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, hier langsam ein bisschen die Nase voll. In der Regel hat man vorher überlegt, ob man heiratet und nicht hinterher. Gucken wir mal, dass wir endlich mal den Ausgang finden. Ich bin ja gerade damit beschäftigt, noch die anderen Videos zu konvertieren. Das ist ja mal das Problem, wenn ich mit meinem Digicam hier aufnehme, dann können die Formate oftmals einfach nicht angenommen werden. Aber daher muss ich es nochmal einfach umkonvertieren. Und das mache ich ja immer so nebenher, weil mein PC ja leider nicht so gut ist. Daher kann ich das nicht direkt so an einem Stück machen. Da war ein witziges Symbol eben. Aber so kleine grafische Fehler sind manchmal ganz interessant. Ne? Und passiert hier bei Turrican, wie ihr seht, hin und wieder mal, dass so komische kleine Grafikfehler so vorkommen. Ja, cool. Ja, cool. Sehr cool. Ah.
Ja, Leute, kann euch ja ein bisschen was von mir erzählen, wenn ihr mögt. Ich hab nichts gegen Doofe. Einige meiner besten Freunde sind Doofe. Ich bin eigentlich Buchbinder, aber leider finde ich nichts mehr in dem Bereich, weil der Beruf ja langsam am Aussterben ist. Und die wenigen, die da sind, sind natürlich nur die Besten mehr oder weniger rein. Hab jetzt allerdings mal eine Umschulung gemacht zum Concierge und denke mal, das ist eine coole Mischung aus nicht Knochenjob, bisschen Verantwortung übernehmen und viel reden und sprechen. Ich würde sagen, das ist auch eigentlich eine ganz gute Idee und als Concierge kann man auch noch in Zukunft bisschen was finden, weil das ist ein zukunftssicherer Job, würde ich sagen. Das ist eine gute Wahl, ne, würde ich sagen. Könnt ihr euch ja mal überlegen, was würdet ihr als Job machen, wenn ihr in eurem eigentlichen Job nichts findet als Alternative? Boom. 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 So, geschafft. Jetzt wird es krasser. Oh nein, es ist Dr. Eggman. Endspurt, sage ich. Jetzt kommen wir zur letzten Welt, die auch wieder nochmal sehr, sehr genial aussieht. Die Alien-Welt. Geil, ne? Ich war, wie ich schon oft dargestellt habe, mit einer Freundin in der Sauna gewesen. Herrlich, überall Schleim und Glibber. Ach ja, um nochmal zum Thema berufliche Alternativen zu kommen. Ich würde niemandem von euch da draußen empfehlen, zum Gebäudereiniger zu werden. Das ist so ein Beruf, bei dem man auf jeden Fall nicht gerade ein glückliches, zufriedenes Leben führen wird in Zukunft. Und auch die Familie wird sagen, ja, es ist uns peinlich, aber unser Kind ist zum Gebäudereiniger geworden. Ich stehe dazu ablehnend. Und daher, ich würde empfehlen, wenn ihr keine Idee haben solltet und ein bisschen Freude daran habt, mit anderen Menschen manchmal zu arbeiten, werdet doch auch zum Concierge. Ja. Ja, zurück zum Spiel. Hier haben wir eine ziemlich krasse, gefährliche Stelle, weil die Tiere dort an der Wand uns umbringen. Nicht immer steht man so fröhlich auf, wie man ins Bett gegangen ist. Wurden One-Hit-Kill sozusagen. Aber ansonsten, schaut mal, Leute, es sieht doch genial aus, oder? Ich bin sehr zufrieden. Da eindeutig inspiriert von dem guten alten Alien-Film, vor allem dieses Glibbervieh da oben, sehr herrlich. Hat mich natürlich auch damals sehr inspiriert, ne? Wenn ich einfach aus Freude daran Bilder gezeichnet habe, Levelbilder oder irgendwelche anderen Bilder. Ich habe einfach schon immer gerne gezeichnet. Ohne vielleicht zu überlegen, ob das überhaupt funktioniert. Oh, das ist krass. Die Viecher sind auch sehr nervig, aber mit dem Laser können wir die alle wegkloppen. Ja. Nerviges Geplage, sage ich. Sehr, sehr. Aber wir haben hier auch den Vorteil der C64-Technik, dass wir in vielen Fällen einfach nur mal eben den Bildschirm verlassen müssen und schon sind die Gegner weg. Ich will nicht baden. Nein, ich bade nie. Warum sollte ich ein Bad nehmen? Gibt's da keine bessere Alternativen? Ist natürlich ein bisschen gemein irgendwie und der Trick funktioniert auch natürlich nicht mehr so gut in der Amiga-Version, ist natürlich klar. Ja. Da muss man sich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Mühe geben in der Amiga-Version. Da hat man nicht diesen kleinen technischen Vorzug. Was sagt ihr denn zum Thema Filme? Ja, wenn wir hier gerade beim Thema Alien sind. Also ich liebe ja Horrorfilme sehr, sehr doll. Hey,
Das wird dir hier unten ausgezeichnet gefallen. Also ich mag nicht gerne Horrorfilme, wenn gefoltert wird oder vergewaltigt wird vor allem. Die kann ich ehrlich gesagt nicht sehen. Aber ich liebe Horrorfilme, wo es ja vor allem irgendwie um irgendwelche Monster geht. Ja, egal was, Zombies. Mutanten. Godzilla ist auch sehr, sehr herrlich. Ich liebe Godzilla. Und ja, irgendwas mit Geistern. Und so J-Horror-Filme sind auch herrliche Sache. Und Horrorfilme kann ich nicht genug von kriegen, gibt's aber heutzutage auch nicht mehr so toll, ja, muss man sagen. Da findet ja in der Filmwelt, wie man so schön sagt, so eine gewisse Michael Bayisierung statt. Ich bin völlig außer Rand und Band geraten. Ja. Dass einfach sehr viel Action und Explosionen vorkommen, aber wenig Atmosphäre. Was die Europäer betrifft, natürlich werden sie sich beschweren. Sie beschweren sich immer. Und, ja, ich weiß nicht, ich würde der Atmosphäre lieber den Vorzug geben. Hau mal jetzt ab hier. Meckersammel. Ich würde der Atmosphäre auf jeden Fall ein bisschen mehr Gewicht geben. So ein dicker, großer Klotz. Statt jetzt einfach nur gute Bilder. Ja, nur gute Bilder alleine ist zu wenig, finde ich. Ein sehr gutes Beispiel für Spiele, die alles andere als eine realitätsnahe Grafik haben, dürfte wahrscheinlich Minecraft sein. Was er mit seinem recht einfachen, aber fordernden Spielprinzip viele Leute ja begeistert hat und ein großer Überraschungshit wurde. Und ich habe auch wie viele andere meiner Kollegen, sag ich mal, auch mit Minecraft-Videos angefangen, wenn es um YouTube-Videos geht. Und ich will mich da aber auf keinen Fall nur so drauf beschränken. Ich will mal immer wieder auch mal was Neues ausdenken oder bin immer auch an Sammeln von neuen Ideen. Belgien, immer keine Reise wert. Sag ich mal, für die Zukunft. Ja. Aber so gesehen, wie gesagt, es ist nichts weiter auch als ein Hobbyprojekt. Also ich habe so eine ganz normale Arbeit nebenbei und daher finde ich auch jetzt nicht schlimm. No! Wenn jetzt ich nur 100 statt 10 Millionen Klicks habe und daher sind auch meine Videos ja nicht monetarisiert. Weichei. Weil muss man sich dann an irgendwelche Absprachen mehr oder weniger halten oder man kann sich nicht mehr frei kreativ entfalten. Und es gibt ja so Geschichten. Ja. Und daher für mich ist das hier auch alles einfach nur Fun und ich habe die technischen Möglichkeiten dafür. Und deswegen gucke ich einfach immer nur, was am Ende bei rauskommt. Ja, die Texte hier, die ich sage, sind ja auch nicht gescriptet. Und daher kann es natürlich auch mal passieren, dass ich manchmal vielleicht irgendwie Blödsinn rede oder so. Aber, ja, soll man machen. Ja. Gibt ja gewisse Dinge auf der Welt, die tatsächlich schlimm sind. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch kein Weltuntergang, wenn das hier jetzt eben nicht so ganz perfekt ist. Ich muss hier jetzt auch langsam wirklich aufpassen. Nett. So. Okay, jetzt geht halt hier weiter mit dem Theater. Also ich muss mir das nochmal anschauen. Ja, ach ja, bevor wir das vergessen, ich habe hier auch wieder einen Brief vom Zuschauer bekommen. Ich kenne den Brief nicht. Was steht denn drin? Und ja, auch mit einer Zeichnung diesmal dabei. Also,
total niedlich. Ich zeig euch das mal. Ist doch was, oder? Total süß. Ich finde vor allem hier die Schnecke hier am niedlichsten. Ja, ich lese mal vor. Lieber Kai, ich kenne deinen YouTube-Kanal noch nicht besonders. Erzähl doch mal. Ja, also ich spezialisiere mich im Prinzip auf drei Punkte. Und zwar auf Spiele-Walkthroughs, beziehungsweise Commentaries, Let's Plays und so ein Gedöns, so von alten Spieleklassikern, mit denen ich damals auch teilweise groß geworden bin. Das zweite ist ja so Comedy-Kram. Da ist alles mögliche Verschiedenes dabei und ja, da würde ich mich auch nicht drauf festlegen. Ja, und das dritte sind dann auch nochmal, ich sag mal, Überraschungen. Also Sachen, wo ich halt auch immer auf der Suche bin nach neuen Ideen. Ich habe zum Beispiel ein Video gemacht, wo ich meine besten Comic-Zeichnungen mal in so einer Show gezeigt habe, so eine Dia-Show. Oder mal ein Video, wo Harald Lesch die ganze Zeit über den fucking Stuhl redet. Headshot. Solche Sachen, ja, so ein Zusammenschnitt. Und ja, ist für jeden Geschmack vielleicht teilweise was dabei, ja, sag ich mal. Und ich habe hier auch noch einen zweiten Brief, sehe ich. Oh, das ist das Antwortschreiben von Game One. Ich würde euch ja alle mal einladen, zu mir nach Hause zu kommen und da mal ordentlich zu kacken. Das ist nett. Schaut mal, Leute, da habe ich hier so ein schönes Autogramm hier bekommen. Da freue ich mich natürlich. Na, ist natürlich eine tolle Sache. Kommen wir ja, zurück zum Spiel. Wir haben jetzt ja, den anstrengendsten Teil, glaube ich, hinter uns. Oh, hier ist nochmal eine kleine Falle. Ich bin ja als Kind. Ich bin ja als Kind damals nur ein einziges Mal hier tatsächlich bis zum letzten Endgegner gekommen. Also ich habe es auch durchgespielt, weil ansonsten ist nämlich das Spiel entweder ist es tatsächlich mal abgestürzt. Das ist ja oft bei C64 Spielen so gewesen, wenn man sie gebrannt hat. Was mir dann gab es immer irgendwelche Fehler oder irgendwas und dann ist einfach das Spiel abgestürzt. Oder ich habe die Geduld verloren, denn wie gesagt, ich habe ja immer mit unendlicher Zeit gespielt. Und wenn ich da einen Tag lang oder so dran gesessen habe, habe ich natürlich abends ausgeschalten und deswegen. Aber jetzt habe ich mich informiert und wir zocken das jetzt durch, das Ding. So, und bevor wir uns jetzt langsam dem Ende nähern, es wird jetzt langsam ernst tatsächlich, würde ich noch die Situation nutzen und ein paar Kanalempfehlungen von mir geben. Also es ist ja hier das ganze Ding nicht monetarisiert, aber diese Kanäle liegen mir einfach am Herzen, sag ich mal. Der erste wäre der offizielle Kanal von Harald Lesch und einigen seiner Kollegen. Ich habe irgendwas muss ich ja da. Ich habe gedacht, die Kaffeetasse, wo ist denn die? Ich habe noch gar nicht geguckt. Urknall, Weltall und das Leben heißt der. Und es ist einfach hochinteressant für alle, die sich für Astrophysik, Mathematik, Physik, Chemie und so weiter interessieren. Und der zweite Kanal wäre dann noch die guten alten Rocket Beans. Da haben wir ein bisschen was vorbereitet, das wollen wir jetzt vorab mal abfahren. Warte mal, ganz kurz! Das war super gut anmoderiert. Wie sagt man also bei Frank Elstner? Mats ab! Manege frei! Roll the clip! Die Leute, sag ich mal, die einfach mit ihrer Kreativität dafür gesorgt haben, dass ich selber mal mir vorgenommen habe, es mal vor der Kamera probieren, Quatsch zu machen oder sowas mit Spielen und Filmen. Ja, und dann würde ich euch noch zu guter Letzt noch die Kanäle von ein paar Freunden von mir empfehlen und was für jeden vielleicht was dabei. Warum denn? Wenn ich einem Freund einen Auftrag gebe, ist es dann auch Klüngel. So, und jetzt kriege ich auch langsam Herzklopfen, denn ich glaube, die letzte Herausforderung wartet auf uns. Ich glaube, ich habe langsam Angst. Ich traue mich nicht. Leute, sagt's niemandem weiter. Okay, ciao.
die letzte Herausforderung erwartet uns. The Machine, halt dich fest. Na, Rosa, kannst du mich hören? What? So, hat ja vorhin nicht geklappt. Ich bin hier der Zukunft-Caro. Ne? Oh. Der ist ein bisschen dunkler hier überall. Okay. Pass auf, Rosa. Ich habe hier gerade im Internet gerade geguckt und ich habe hier die aktuellen Lottozahlen. Schreib sie auf und dann bist du heute Abend näher. Dann gehst du nachher sofort im Lottoladen. Warte, 13, ich hab was da. 23, schreib das kurz auf. 85, okay. 3, 1, 2. Ja. Und die Superzahl ist 5. Alles klar, ja. Kannst ja nachher zurückspulen das Video und dann schreibst du es auf und gehst auf jeden Fall dann am besten sofort. Mach ich auf jeden Fall. Ich kann auf jeden Fall feiern heute Abend. Ne? Also ist ja klar, coole Idee. Wenn das Geld abräumst, dann kriege ich das Geld ja sozusagen automatisch auch mit. Das wäre cool. Dann würde ich auf jeden Fall irgendwie, ich weiß nicht, nette Lehrerin. Gute einladen. Idee. Ah, ich sehe schon, ich lenke. Kannst du meinen hässlichen Körper aus dem Bildschirm nehmen, du Vogel? Krass. Also, ich weiß nicht, es wird mir niemand glauben, ja, dass ich selber aus der Zukunft erscheine und mir selber die Lottozahlen voraussage, es sei denn, er sieht dieses Video hier. Ja, das ist schon krass. Also, ich werde auf jeden Fall nachher in den Lottoladen gehen und dann mal die Zahlen, die ich mir hier vorhin aufgeschrieben habe, mal abgeben. Und dann gucken wir mal. Und dann werde ich heute Abend. Müsste ich im Prinzip, ich weiß nicht, wie der Zukunftskado das gemacht hat, aber irgendwie muss er ja das irgendwie angestellt haben und ich müsste ja eigentlich heute Abend auch mit meinem Vergangenheitskado reden und ihm das sagen. Okay, bevor wir uns hier noch groß ablenken lassen, hier haben wir ihn, den großen Obermotz von Turrican 2. Ich habe ihn in meiner Kindheit ein einziges Mal tatsächlich auch mal besiegt. Ja, okay. Da ist das Spiel mal zufällig nicht abgestürzt. Alte Erinnerungen werden auf jeden Fall wach. Ja. Aber ich hoffe, wir schaffen das. Aber ich gebe mir Mühe. Ja, ich muss ihn hier richtig treffen, wenn ich das... Da treffen Sie einen sensiblen Punkt. Okay. So, jetzt schaffen wir das aber. Ich muss ihn, glaube ich, richtig treffen, wenn ich das richtig sehe. Und deswegen sollte ich mich ein bisschen konzentrieren. Ich habe jetzt so viel Quatsch gemacht hier in den Videos, dass ich ein bisschen... Ja! Wir haben es geschafft, wir haben die Maschine endlich mal gezeigt, wo hier der Hammer hängt. Die Welt ist gerettet. Oh, Leute. Aber wisst ihr was? Ich freue mich. Ja? Sie denn auch aufschreiben. 1 Nachricht für euch. Die schlechte Nachricht ist, es ist vorbei. Wir haben uns gerade erst kennengelernt und muss es so enden. Aber vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Ja, und die gute Nachricht ist, wir haben Turrican 2 durchgespielt. Das ist eine Freude für mich. Ein Klassiker der Videospielgeschichte. Wir haben wieder Frieden gebracht in einer fremden, von Maschinen, Uberten Welt.
die haben wir alle die Ärsche breit getreten, diese scheiß Maschinenärsche. Und ja, würde sagen, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mir ja Bescheid geben. Wie schon gesagt, ich beantworte jeden Kommentar, weil ich habe ja noch nicht so viele Abonnenten und deswegen ist das kein Problem, wenn mir mal jemand schreibt oder Feedback gibt oder Fragen, Meinungen, Anregungen, Kritik, könnt ihr mir natürlich auch immer Bescheid sagen. Um Likes, Shares und Comments und so weiter will ich aber auch gar nicht betteln, weil es ist ja bei mir so ein Hobbyprojekt einfach nur. Ich will mich nicht finanziell und so klicktechnisch von YouTube abhängig machen und deswegen überlasse ich das euch, wie ihr das macht. Und ja, wenn ihr mal nichts weiter Besseres zu tun habt und ich glaube, das kommt heutzutage in dieser Gesellschaft, wo man ja nur Zahnrad fungiert, häufig mal vor. Von der Sozialhilfe leben. Dann könnt ihr einfach mal bei mir vorbeischauen. Dann bin ich gewillt, da mir das anzugucken. Ciao. Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sage ich auf Wiedersehen. Ich komme wieder. Vielen Dank. Die Deutschen sind halt sackbumsfrech, da sind wir. Ach, herrlich. Endlich konnte ich einen meiner absoluten Lieblingsspiele aus der Kindheit in einem netten, comedy-mäßigen Video verarbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Peter Ramsauer hat dann noch hier über den Platz gerufen, es war schön. Oh, ich finde, da ist noch Luft nach oben. Das, was da manchmal läuft, ist ja an der Seriosität so manchmal etwas knapp vorbei. Also ob Sie das schön finden, das ist egal, aber es ist so. Ob der noch, wenn der dabei sitzt, das stört nicht. Mir hat es riesen Spaß gemacht und ja, mehr noch als über Likes, würde ich mich über Kommentare viel mehr freuen von euch. Sagt mir, wie ihr das gefunden habt. So in etwa will ich das so in Zukunft wahrscheinlich so noch mehr machen. So mit alten Spieleklassikern, welche könnt ihr euch noch überraschen lassen. Und ja, getreu dem Motto von Herrn Peter Lustig, sage ich mal, schaltet mal ab. Ja, schaut mal Leute, es ist so ein nettes Wetter draußen, ja, und die Natur draußen, frische Luft, herrlich, ja. Also, wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich freuen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, wir zocken zusammen. Ich möchte, dass wir jetzt feiern, dass es uns jetzt gut geht. Wir haben hart gearbeitet. Ich danke euch allen. Ich danke Ihnen. Tschüss.
Thank you.